Hallo Leute, hier haben wir ein K5 Gameplay von Flower für Xtalau King aufgenommen. Erobert die Flaggen. Ja, und ich rushe hier ein bisschen mit der K5 bei Momentum Wir rum. erobern die Flagge. Am Anfang war ich noch ein bisschen angepisst von der letzten Runde. Da müsste ich nichts bedenken, da mache ich ein paar halblange Sachen. Aber zum nächsten. ja, also ich benutze Reflex, Schnellziehgriff und Schnellfeuer. Wir erobern die Flagge. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach mal Schnellfeuer da ausprobieren wollte. Hab dann im Nachhinein doch gemerkt, dass man genauso gut einfach nicht gehen kann oder was anderes. Der Unterschied nur auf Nahkampf. Ja, da zum Beispiel macht hier, den war ich ein bisschen angepisst und hab dann ein bisschen daneben geaimt. Und halt auf lange Distanz ist halt wirklich ein Schnellfeuer ein Nachteil, ein Vorteil. Aber ist halt ganz lustig oder ganz gut auch mal im Nahkampf dann. Ja, genau. Ich nehme hier auch während des Gameplays ein paar Waffen auf, also darunter die AK-12 RIP. Da verkacke ich. Halt auch einfach um auch über ein bisschen Distanz ein bisschen Sicherheit zu haben dann. Ja, da sieht man die AK-12 RIP, will ich auch gerne haben. Eine schöne Waffe, aber naja, die kann man halt nicht selber bestimmen, die. Und ja, dann würde ich sagen, unsere Flagge. Generell bleibe ich eigentlich hier immer auf diesem in diesem Gebiet hier oben, kann man schön auf die Halle gucken. Unten kann man dann schön rausgucken, wenn das Momentum da ist, dann kann man da auf das Momentum gucken. Man hat halt wirklich eigentlich eine sichere Ort und Stelle hier. Ja. Genau. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Momentum auf unserer Seite. Wir erobern die Flagge. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Wir erobern die Flagge. Ein bisschen einfach, ich habe die einfach aufgenommen und hatte dann sozusagen keine andere Wahl, als die dann zu benutzen. Aber auch keinen richtigen Grund, also also ich bleibe wirklich eigentlich immer in diesem Raum, ein bisschen, man kann es Campen bezeichnen, aber das machen wirklich eigentlich viele. Ja, gerade auch da rumgehen und so, weil es einfach auf der Map ein bisschen kacke ist, durch den einfach durch die Mitte zu gehen und das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, da verkacke ich. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Ja. Man kann halt auch mal Glück haben. Unsere Flagge. Aber generell halt K5-Waffe. Momentum verloren. Die ersten 5 Kugeln machen mehr Schaden. Was Wir man die Flagge. Jetzt Sie vielleicht nicht Flagge direkt nehmen. merkt, aber Drängt was Sie schon zurück. Zum Teil Vorteile ist. Und generell ist die Waffe eigentlich sehr stark. Also sie hat eine relativ hohe Schussrate. Eigentlich sogar eine sehr, also eine sehr Greift gute Sie an, Schussrate. Bevor Sie hat die beste Range, glaube ich, der Klasse, also jetzt angegeben. Die Präzision ist nah an der Präzision der SM6 dran, wenn man dann auch auf weite Entfernung nicht so gut da spielen kann, aber da muss man dann halt Z feuern und sonst ist es halt eine schöne Waffe. Gerade auch wegen dem 40er Magazin bietet sich sehr an.
da auch mal mehrere Gegner hintereinander wegzuholen, ist kein Problem. Verbündeter Raketenschlag kommt. Ja. Momentum auf unserer Seite. Wir haben die Flagge. Weiter. Verbündete Drohne über uns. Sie nehmen unsere Flagge. Und halt generell ist es auch so, dass bei solchen langen Runden wie diese hier kann man mit der Waffe halt locker, wie ich jetzt hier gemacht habe, 50 Kills oder so holen, weil man wirklich halt im Nahkampf auch diesen Vorteil von dieser Waffe hat, dass sie eine relativ hohe Schussrate hat, dass sie diese 5 Kugeln extra Schaden am Anfang hat, und damit hat man halt schon einen leichten Vorteil dann. Wobei man natürlich sagen muss, mit einer Ball oder einer AK-12, wenn man richtig spielt damit, kann man das auch schaffen. Ist halt nur nicht jedermanns Sache, die ganze Zeit auf in Close Quarters mit einer Ball oder so rumzurennen. Fällt mir persönlich halt auch nicht so. Muss man halt, kommt halt drauf an, was man für ein Spieler ist. Wenn man doch eher einer, der zur MP greift. Wir erobern die Flagge. Ja. Flagge gesichert. Los, zur nächsten feindlichen Raketenschlag. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Momentum auf unserer Seite. Wir erobern die Flagge. Flagge gesichert. Weiter zur nächsten. Momentum selber sollte man eher nicht selbst aufziehen, wenn man auf Kills oder auf KD geht, eher passiv spielen, weil man sonst wirklich, also wenn man da wirklich immer sich um die Flagge schert, zum Beispiel jetzt wird die Flagge einfach übernommen und ich komme erst danach dahin, aber es ist wirklich nicht schlimm, ich hätte natürlich gleich reinrennen können vorhin, aber wenn man das immer macht, dann kriegt man eigentlich auch nichts zustande. Kommt halt drauf an, es gibt halt so Leute oder Clans, die dann sofort das Momentum am Anfang holen und immer sofort dann durchrushen, den Sieg holen, das ist natürlich was ganz anderes, aber wenn man so alleine ohne Support spielt, dann ist es wirklich eigentlich schwierig, da weil man halt auch auf Teams hat, die halt wirklich, selbst wenn sie dann reingehen und das Momentum halten, wirklich eigentlich nicht wirklich viel decken, da kann man eigentlich nichts machen. Also dann sollte man eher passiv decken, indem man die Gegner gleich abfängt beim Spawn oder dann halt beim Einnehmen von der sicheren Position irgendwie abschießt. Auch hier, auch hier. Ja. Ich würde sagen, jetzt kriege ich das erstmal an und wir sehen uns am Schluss wieder. Maximales Momentum. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Wir erobern die Flagge. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Diese Drohne über uns. Wir erobern die Flagge. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Zurückgesetzt. Feindliche Vorräte kommen. Wir erobern die Flagge. Flagge gesichert. Weiter zur nächsten. Momentum auf unserer Seite. Wir erobern die Flagge. Sie nehmen unsere Flagge. Vorräte unterwegs. Drohne wartet.
Wir erobern die Flagge. Kämpft um die Flaggen. Momentum auf unserer Seite. Verbündete Drohne über uns. Wir erobern die Flagge. Verbündeter Raketenschlag kommt. Wir erobern die Flagge. Feindliche Drohne online. Wir haben das Momentum. Erobert maximales Momentum. Achtung, feindliche Vorräte. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Wir erobern die Flagge. Sie nehmen unsere Flagge. Wir erobern die Flagge. Feindliche Drohne über uns. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Starte Vorräte. Aufnehmungsdrohne bereit zum Einsatz. Sie nehmen unsere Flagge. Momentum verloren. Wir erobern die Flagge. Feindliche Vorräte kommen. Wir haben das Momentum. Erobert ihre Flagge. An die Flagge. Verbündete Drohne über uns. Greift sie an, bevor sie unsere Flagge nehmen. Maximales Momentum. Wir erobern die Flagge. Sie wollen unsere Flagge nehmen. Drängt sie zurück. Wir erobern die Flagge. Greift sie an. Wir erobern die Flagge. Markiere Koordinaten für Vorräte. So, wir sind jetzt hier am Ende des Videos angekommen. Falls euch gefallen hat, den Like-Button drücken und am besten sogar noch abonnieren. Und und schreibt was in die Kommentare. Konstruktives Feedback bekommen. Ja. Auf den wunderschönen Laser. Und bis dann, bis zum nächsten Video.